der Haifisch, der hat Zähne und die trägt er im Gesicht. Und McKees, der Everbrecht. Everbrecht ist ein neues Musikprojekt, eine deutsch-französische Koproduktion. Es spielen zwei französische Musiker, und zwar an E-Gitarren und an E-Bässen. Ach, es sind des Haifischflossen. Und es singt ein Deutscher, der auch seine Wurzeln im Berliner Ensemble hat. Bernd Weißig, das bin ich. Mackie Messer trägt einen Handschuh, drauf man keinen. Ich habe in den 70er Jahren und in den 80er Jahren am Berliner Ensemble gearbeitet, als junger Regieassistent und als Student für Schauspielregie, und habe damals angefangen, mich auch mit den Brechtschen Songs zu beschäftigen. Und nun sind wir so weit, dass wir gesagt haben, die Songs haben es verdient, in eine neue Auflage zu kommen, in eine aktuelle Soundversion auch gebracht zu werden. Wir verzichten auf Klavier und Klarinetten. Wir spielen mit E-Gitarre und E-Bass. Wir bedienen uns dabei aber den exakten Kompositionen, den harmonischen Verläufen von Eisler und Weil. Und wir bedienen genau die Melodien, aber wir spielen es in einem anderen Sound, in anderen Arrangements. Blauen Sonntag liegt ein Toter. Und wir sind davon überzeugt, dass in der heutigen Zeit diese Songs gesungen werden müssen, weil sie haben an ihrer Aktualität überhaupt nichts eingebüßt. Schauen wir in die Ukraine, schauen wir nach Afrika, schauen wir nach Syrien. Überall morden Menschen, morden, und es geht am Ende, wie wir das wissen, immer um das Öl, immer um das Gold, immer um das Geld. Und diesem etwas entgegenzusetzen, das ist schon immer die Sache von Künstlern gewesen, und da fühlen wir uns auch verpflichtet. Und wir fanden in dem Liedmaterial von Brecht hervorragende Dinge, und wir haben es in neue Sounds gekleidet, und wir sind gespannt darauf, wie die Leute reagieren. Und sein Geld hat Mackie Messer, dem man nichts beweist. Jenny Tauler war gefunden.